Alles anders. Wir sind Christian Jakobetz und Marion Kucheni, Digitalmann und Radiofrau. Und das hier ist Deutschlands erster und einziger Boomer-Podcast, in dem wir 60er-Geborene euch ein bisschen darüber erzählen, wo wir hergekommen sind, was uns umtreibt, wie wir aufgewachsen sind und natürlich auch, wie wir die Welt sehen. Und unser Thema heute, lieber Christian, ist das Wochenende, speziell der Samstagabend. Der Samstag, Marion, bevor wir anfangen, erstmal die grundsätzliche Frage an dich. Wann bist du am letzten Samstag ins Bett gegangen? Warte mal, am letzten Samstag, das war ein Tag, an dem ich mal kein Homeoffice gemacht habe, sondern nur in privaten Angelegenheiten unterwegs gewesen bin und abends unheimlich müde war und schon auf der Couch eingeschlafen bin, wenn ich das so sagen darf. Und dann ruckte ich irgendwann mal wieder hoch, weil die Doku schon so gut wie zu Ende war und dachte mir dann, oh, ich sollte mich jetzt vielleicht ins Bett rüberschleifen. Das war mein Samstag. Ich glaube, es war vor Mitternacht. Damit, naja gut, vor Mitternacht ist ja, glaube ich, eh eine Selbstverständlichkeit. Aber davon abgesehen, du hast jetzt gerade meine zweite Frage, die ich dir gestellt hätte, sofort schon gleich mitbeantwortet. Die zweite Frage wäre nämlich gewesen, ist es dir schon mal passiert, dass du an einem Samstagabend auf der Couch eingeschlafen bist und wie wir jetzt wissen, ja, es ist passiert und vor Mitternacht aufgestanden und so im, ja, sagen wir mal, halbwachen Zustand irgendwo richtig ins Bett gegangen und naja gut, bevor ich jetzt dieselben Fragen beantworten muss, sage ich es gleich dazu. Ja, das ist mir auch schon passiert und es ist mir immer öfter, es passiert regelmäßig. Was mich dann zu der Frage geführt hat, Marion, sag mal, früher waren unsere Samstagabende ein kleines bisschen anders, oder? Ja, die waren schon anders. Also Samstag war so ein klassischer Ausgehtag. Sonntag ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ganz früher Schule oder dann halt Uni oder so. Aber Samstag, also ja, klassischer Ausgehtag, weil Freitag, das war so der Tag, wo man ja auch Schule hatte, gearbeitet hat oder halt eben im Studium war und so. Dann war es so freitags abends manchmal schon so ein bisschen alle. Aber Samstag, das war so der Tag, wo ja, man erst gegen in den frühen Sonntagmorgenstunden nach Hause gekommen ist, oder? Ja, also, aber auch das ist ja irgendwie so ein ganz großer Unterschied zu dem, wie das heute ist, weil ich habe immer so das Gefühl, unsere Kids heute, die gehen erst am frühen Sonntag weg, wenn die Samstagabend feiern. Also, ich weiß nicht, wie es bei deinen ist, aber Ist so, ich so. kenne das nur noch so, abends um 11 gehen die erst weg, da waren wir gerade in Hochform. Ich war auch, als es das erste Mal so passierte, dass meine Kinder dann wirklich in ein Alter kamen, wo sie dann samstags auch mal eben ausgegangen sind und mal so in die Disco gegangen sind und so, dann noch natürlich, weil sie noch nicht volljährig waren, immer mit einer Begleitperson aus ihrem Freundeskreis, die schon 18 war und natürlich mit einer Einverständniserklärung der Eltern, was sie ganz furchtbar fanden, aber so war das. Muttizettel. Ja, der Mutti-Zettel, genau. Ja. Und trotzdem wurde es dann, es wurde 8, dann dachte ich, naja gut, okay, 8, aber 8:30 sollten sie dann vielleicht mal losgehen. Da war noch gar nichts im Kommen, ne? Da kamen dann so die ersten Freunde, mit denen sie gegangen sind und dann wurde es also oben bei uns so ein bisschen lauter und ich dachte, hey, ist jetzt die Disco hier? Ja, wird also hier Party gemacht oder wie? Und wenn sie dann mal runterkamen, um noch Getränkenachschub zu holen, dann sage ich, hey, wann wollt ihr denn los? Ach ja, nicht vor 10, weil vor 10 ist ja nichts los. Und sage ich, und warum müsst ihr hier jetzt schon auch Alkoholiker nach oben nehmen? Das nannte man Vorglühen. Ich kannte Vorglühen. diesen Ausdruck bis dahin überhaupt noch gar nicht. Ne? Also den Ja, haben wir wir. haben das ja auch nicht gemacht. Nein, haben wir nicht. Wir sind früher los, oder? Ja, also ich glaube, irgendwie so 8, 8:30 ist man dann so losgefahren Ja. und dann hat man ja irgendwie den Abend in einer Disco hieß das ja damals noch, heute sagt man ja Club, in einer Disco verbracht und da ist man dann so, was hat gemerkt, je näher es an die 12 ging, desto mehr ging dann so die Stimmung dem Höhepunkt entgegen. Und ich glaube aber irgendwie so um 2 war meistens Feierabend. Absolut. Und bei mir ist noch viel schlimmer. Ich meine, jetzt kann ich es erzählen, weil ich habe es überwunden. Ich bin jetzt doch in einem etwas vorgerückten Alter. Aber bei mir war es noch viel schlimmer. Also fast schon ein bisschen traumatisch. Ich bin, wie du vielleicht weißt, das einzige Kind meiner Eltern. Also ich war das Mädchen und die Tochter und mein Vater, der konnte nicht so gut damit, dass ich da abends und dann auch noch mit Jungs und Fremden und die ihr vielleicht sogar nicht kennt auch und so alles dann ausgehe. Und in der Anfangszeit hat er mich abgeholt. Ja.
Ja, und das Das ist wurde das Allerschlimmste, oder? ja, es ist ganz furchtbar. Es wurde zum Running Gag der Ausspruch: Marion, dein Papa ist schon da, ne? Und der winkte dann so von hinten her. Und dann auch mal ein bisschen nachdrücklicher, wenn ich nicht gleich kam. Und das war vor Mitternacht. Vor Und das Mitternacht. ist Und es bitter. gab eine riesen, also wirklich riesige Auseinandersetzung bei uns zu Hause und auch Streit natürlich. Und ich habe getrotzt und alles Mögliche, weil ich gesagt habe, nee, ich will das nicht. Dann lasse ich mich lieber irgend von irgendjemandem nach Hause bringen oder ich hole mir ein Taxi oder irgendwas. Ich will einfach nicht mehr von meinem Papa abgeholt werden mit 16 oder 17. Ja, so. Ja, Kinder, das waren meine Zeiten früher. Ja, wobei, also ich gebe zu, das ist echt die finale Demütigung, wenn du dich von Eltern abholen lassen musst. Also 12 ist schon bitter, aber dann auch noch der Papa, der sagt, Marion, dann weiß man, du kommst jetzt dahin. Ja, Richtig, ja. nee, das ist kein richtiger Spaß. Auf der anderen Seite, Mutti-Zettel, weil du den Begriff vorhin noch benutzt hast, den gab es aber doch bei uns nicht, oder? Hat bei dir irgendjemand ernsthaft einmal überprüft, wie alt du bist? Nee, 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 das nicht. Also ich bin qua elterlicher Autorität, habe ich sowieso mich nicht, also ich habe auch nichts vertragen. Das muss ich sagen, ich vertrage heute auch noch nicht viel. Also ich bin jemand, der, also an mir kann die Alkoholindustrie leider nicht reich werden. Also ich bin jemand, der wirklich nur eine ganz geringe Toleranz hat an Alkohol und auch Alkoholvolumen. Also das war nicht so, ich konnte nicht viel trinken, ich habe aber auch nicht so viel getrunken, weil, wie gesagt, ich war da so ein bisschen geprägt auch von zu Hause, so Marion, ne, bleib anständig. Und Ja. das hatte ich irgendwie schon so verinnerlicht. Ich habe mich da auch unheimlich viel nicht getraut. Im Übrigen haben auch die Mädels in meiner Jahrgangsstufe, die was getrunken haben, meistens ja so Alkohol-Cola-Mix-Getränke und so, die haben auch nicht viel getrunken. Also da beobachte ich schon, und das habe ich auch so in der Generation meiner Kinder festgestellt und auch mit einigem Entsetzen festgestellt, dass auch die Mädchen schon ganz ordentlich trinken. Ne? Und ich habe das habe wirklich überlegt, hat sich da irgendwie der Schleier des Vergessens drüber gelegt, aber es war in unserer Generation nicht so. Dass die Jungs haben viel Bier getrunken, natürlich, klar, und so, und auch Mixgetränke, aber dass so hart und auch harte Alkoholiker so konsumiert wurden wie heute, da kann ich mich nicht erinnern. Ne? Ich mich auch nicht, aber das liegt vielleicht an den Filmrissen, die ich gehabt habe von den vielen Okay. Alkoholikern. Nein, so schlimm war Okay. es nicht. Aber dass wir jetzt dann nur brav, das könnte ich jetzt für mich zumindest nicht in Anspruch nehmen. Aber ich war ja auch kein Mädchen. Aber sag mal, war das bei dir auch so? Ich hatte immer das Gefühl, so für 2, 3 Jahre, so zwischen, sagen wir, 15 und 18, dass der einzige Tag, für den es sich in der Woche zu leben lohnt, der Samstag ist. Du sitzt da wirklich, wartest, dass Samstag ist, dann war dann auch die Zeit vorbei, wo man Samstagabend zu Hause sitzen musste, sondern wo du wusstest, so heute irgendeine Party oder in irgendeiner Disco bis Sonntag in der Früh. Sonntag war dann irgendwie, na gut, ein bisschen kaputt der Tag und Montag ging es ja dann wieder von vorne los. Aber ich hatte immer so das Gefühl, der Samstag ist der einzige Tag, für den es sich wirklich lohnt. Ja, absolut. Das war so der Tag, wo man wusste, da kann die Nacht auch ganz lang werden. Und für mich war immer das Allertollste, als es dann so langsam losging, so mit 13, 14, wenn ich dann auch mal, das durfte ich immer nur samstags dann, da war ja noch nichts mit Club und Disco mit 13 bei mir, ja, noch nicht, 14 auch nicht. Und da durfte ich bei Freundinnen übernachten. Das war so der einzige Tag, wo ich das durfte, ne? Und das war, oder Freundin bei mir übernachten. Und das war ehrlich wie Weihnachten und Ostern. Das war wirklich toll. Es ist, wie du sagst, da habe ich mich die ganze Woche drauf gefreut. Ja. Also ich hatte auch immer so den Eindruck, später hat man das ja dann ein bisschen exzessiver und noch ein bisschen ausgedehnter gemacht. Dann hat man auch mal den Freitag noch mitgenommen und auch teilweise Donnerstag oder den Sonntag. Aber so dieses klassische Teenager-Alter bis rein ins junge Erwachsensein, da hat sich die ganze Welt irgendwie so um den Samstag gedreht. Und ich überlege gerade wirklich krampfhaft, ist mir das ein einziges Mal in den Jahren passiert, dass ich möglicherweise mal an einem Samstag nicht weggegangen bin? Ich glaube nicht, ist es dir mal passiert? Ja, ich glaube, es ist mir schon passiert, wenn, also so, ich meine, so Tage, wo ich, also im Winter oder so, wo ich krank war, ich war immer so ein Kandidat für Mittelohrentzündungen, noch bis rein ins wirklich weit ins Teenageralter und so. Und ich weiß schon, dass ich da auch an Wochenenden zu Hause war. Und dann war nämlich der Samstagabend wieder der klassische Samstagabend meiner Kindheit, weil das nämlich der Samstagabend war, an dem sich meine Eltern und meine Oma vom Fernseher versammelt haben. Und man hat die Samstagabendshow geguckt. Ne? Einer wird gewinnen, Hans-Joachim Kulenkampff oder Rudi Carrell am laufenden Band.
oder also alle Shows, natürlich Wetten, dass mit Thomas Gottschalk dann schon, ne? Das war eher meine Generation. Und ja, also das war der klassische Samstagabend, dann nicht wie als Kind dann erst gebadet und quasi im Bademantel und auf dem Badetuch dann noch mich auf die Couch gekuschelt, aber dann haben wir im Wohnzimmer gesessen und haben eben diese Samstagabendshow geguckt, ja. Also das hat bei mir dann wirklich relativ zeitig geendet, deswegen habe ich auch so zwischen, ich weiß nicht, so den Folgen 30 bis 80 von Wetten, dass irgendwie so ein kleines Loch. Da kann ich mich nicht so daran erinnern. Das Gute an Wetten, das war ja diese Verlässlichkeit, dass du wusstest, okay, es hat mal wieder irgendeiner mit einem Bagger irgendeinen zerbrechlichen Gegenstand sonst wohin gehoben oder keine Ahnung, irgend sowas in der Richtung, konnte man ja dann am Montag auch alles in der Zeitung nachlesen. Aber ich habe, glaube ich, viele, viele Jahre keine einzige Samstagabendshow gesehen und hätte es auch wirklich als Bestrafung empfunden, wenn ich da an einem Samstagabend Coolen Kampf oder Wetten, das hätte gucken müssen. So, das bringt uns jetzt wieder zu den Samstagen von heute. Was machst du so am Samstag, Marion? Was an einem normalen? An einem normalen Samstag, also das kann ich ja sagen, mein normaler Samstag, das ist der Hasstag meiner ganzen Familie, denn der Samstag ist bei uns der Klarschifftag, ja, ich nenne das Klarschifftag, also das ist der Tag, an dem das Haus auf Vordermann gebracht wird und nun muss man wissen, wir putzen selbst, also ich vor allen Dingen putze selbst, ja, aber mit Unterstützung der Familie und das immer. Die sind begeistert, oder? Super, die sind super begeistert, nicht. Ja, also es war immer schon so, dass man genau wusste, oh Gott, der Samstag ist da, die Mama ist wild entschlossen, sie möchte also wieder, dass wir heute das Haus auf Vordermann bringen und wir machen so, also es ist nicht so, dass man am Samstag irgendwie alles macht und in der Woche ist dann nichts mehr zu machen, das ist ja ganz klar, ne? Aber man macht mal so die Grobarbeiten, dann wird mal so durchgewischt, die Bäder und natürlich alles überall gestaubsaugt und auch vielleicht auch ein bisschen Staub gewischt, ja. Ich bin auch jemand, der in regelmäßigen Abständen Staub wischt und so. Und diese ganzen Grundarbeiten und meine Familie als Gast, inklusive meines Mannes übrigens. Also da ist meine ganze Familie völlig anders aufgestellt als ich. Ich bin jemand, der hat es gerne ordentlich und ich ziehe da auch eine gewisse Zufriedenheit daraus, wenn der Hausputz gemacht ist. Ne? Also wenn dieser Grundhausputz gemacht ist, dann bin ich wirklich, dann setzt das bei mir Endorphin frei und macht meiner Familie ist vorher Stress, mittendrin Stress. Meine Kinder haben auch nie was vorwärts gekriegt. Jeder hatte sozusagen so seinen kleinen Bereich. Der eine hat überall den Müll ausgeleert, der andere, der hat dann schon mal oben die Kinderzimmer so für alle durchgesaugt. Der dritte hat dann beim Bartputzen geholfen und so war das immer so ein bisschen verteilt. Ne? Du, die haben es geschafft, sich stundenlang über die Zuständigkeiten des jeweils anderen zu streiten und darüber und zu gucken, was der andere noch nicht gemacht hat, was man deshalb auch selber nicht machen muss. Dass es dann irgendwann für mich so war, dass ich es für alle miterledigt habe. Ne? Es endete fast immer damit, dass ich dachte, komm, jetzt, ich mache es, ist egal. Und dann die letzten Jahre habe ich mich ein bisschen mehr auf die Hinterfüße gestellt und habe das also meinen Kindern abverlangt, dass sie da aktiv mithelfen. Und die Belohnung war aber immer, oder zumindest an den meisten Samstagen, dass wir uns haben Pizza von unserem Lieblingsitaliener liefern lassen. Das war so. Denn also es wurde nicht gekocht und so. Und es gab dann sozusagen als Belohnung für den Hausputz immer Pizza. Und abends dann natürlich zur freien Verfügung. Bei uns meistens in den Jahren wurde es dann der Fernseher. Ist, ja, Gott, ich wollte gerade sagen, das ist das Codewort zur freien Verfügung, ist das neue Codewort für die Samstagabendshow oder die Samstagabend-Demo. Demo habe ich jetzt, Doku wollte ich sagen, die Samstagabend-Doku oder was auch immer sein. Aber sag mal, nur mal angenommen, dir wäre im zarten Alter von 18 ein Engelchen erschienen und hätte gesagt, Marion, wir beide werfen jetzt einen Blick in deine Zukunft als, sagen wir, Frau im Boomer-Generationenalter. Und dann hätte dir dieses Engelchen gesagt, Marion, eine deiner Hauptausschüttungsquellen für Endorphin wird der Hausputz sein. Du wirst Vorsitzende eines Räum- und Putzkommandos sein, in der deine ganzen Kinder einschließlich deines Mannes mitmachen dürfen. Und zur Belohnung gibt es dann Pizza. Hättest du nicht damals gesagt, das ist ja ein Albtraum?
Also damals hätte man das, ich meine, ich bin ja auch nicht besser. Klar, ich hätte gesagt, oh Gott, wenn das die Zukunft ist, dann möchte ich kein Ja. Jahr älter werden. Ja, so. Das Schöne ist ja, dass man reinwächst, ja. Das Schöne ist, dass man reinwächst und dass ich, dass dazwischen, möchte ich mal sagen, dazwischen lagen ja auch viele Jahre, in denen ich durchaus gefeiert habe. Und ich muss sagen, nicht zu knapp. Ja, also das ist okay. Ich habe da nicht das Gefühl gehabt, als das mal losging, als dieser andere Lebensabschnitt losging, hatte ich nicht das Gefühl, ich habe was verpasst. Obwohl ich sicher insgesamt weniger gefeiert habe als meine Kinder und das aber auch nicht schlimm finde. Dafür hatte ich auch diesen ganzen Handy- und Smartphone-Stress nicht, denn weißt du, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber bis sie sich dann tatsächlich physisch sehen an einem Samstagabend, chatten die stundenlang über jede kleine Kleinigkeit. Also das würde mich stressen. Ich kannte das nicht. Also es war klar, hier 8 oder halb 9 treffen wir uns da oder ich werde abgeholt oder so und ab dafür, fertig, ne? Mehr Konversationen gab es vorher nicht. So. Also die ist ja eigentlich auch nicht nötig. Ich staune Nee. auch immer wieder. Manchmal sitze ich so da und denke mir, also Moment, was wollen die jetzt machen? Die wollen an einem Samstagabend irgendwo hingehen. Dann gibt es zwei, drei Optionen. Treffen wir uns in A, treffen wir uns in B oder nehmen wir vielleicht doch C. Das sind Dinge, die haben wir früher in ungefähr 3 Minuten handelt. Und damit war das gut. Und ich sehe dann immer unsere Tochter und dann sitzt die da und dann wird nochmal und dann sagt wieder irgendjemand, nee, aber das passt jetzt mir nicht so. Und boah, ihr treibt mich ja schon irgendwie gefühlt in den kompletten Wahnsinn. Einigt Irre. euch doch verdammt nochmal, wo ihr hingehen wollt. Das kann ja so schwer nicht sein. Auch wenn man jetzt noch dazugeben muss, diese Generation hat es natürlich besonders hart erwischt, weil sie eigentlich seit einem Jahr jetzt fast nicht mehr weggehen können. Ja. Also da bin ich schon froh, dass uns die Pandemie nicht erwischt hat, weil so ein Jahr nur zu Hause hocken, bei uns macht es nichts aus, aber für die, glaube ich, ist das nicht so wahnsinnig witzig. Ich kann dir aber eins noch schnell erzählen. Ich habe letzten Samstag tatsächlich gefeiert. Naja, gut, also sagen wir feiern. Also, Was? ja, also unsere Nachbarn waren da. Das war dann die Zwei-Haushaltsregel. Das ging dann gerade noch und wir waren auch nur 4 Personen. Aber das war dann ganz witzig. Wir haben uns also, weil wir waren wahnsinnig witzig drauf und haben uns, Achtung, Riesenbrüller, Corona-Bier besorgt und haben Hammer-Gag, oder? Ja, Corona-Bier gibt es in jedem Supermarkt. Das haben wir uns besorgt, haben die Corona-Party gefeiert, und haben uns für unser Alter einigermaßen amüsiert. Und dann sind die so um, ich glaube, 1:30 nach Hause gegangen. Und ich bin dann wirklich ins Bett und war völlig fertig, nicht von dem Corona-Bier, sondern weil es einfach 1:30 war. Und am nächsten Tag war ich so durch, dass ich mir gedacht habe, ich will nie wieder feiern. Und wenn mir das jemand vor 50 Jahren, naja, vor 50, sagen wir vor 40 Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt, das wird nie passieren, nie, weil feiern, Party ist das Größte. Heute sind wir froh, wenn der Samstagabend irgendwie mal nicht auf der Couch endet. Und ist das jetzt okay, Boomer? Das ist wahnsinnig witzig und auch wahnsinnig okay, Boomer. Und unseren Boomer-Podcast, den gibt es nächste Woche wieder. Wenn ihr mögt, dann schaut doch auf unserer Facebook-Seite vorbei, die genauso heißt wie unser Podcast. Lasst gerne auch den einen oder anderen Kommentar da. Erzählt uns ruhig, ob ihr das genauso empfindet und erlebt oder doch ganz anders unterwegs seid. Das wird uns interessieren. Und ganz wichtig, bleibt zuversichtlich und bleibt gesund.